Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry, Far Cry 4 und haben weiterhin Spaß in Gyrath, würde ich sagen, liebe Patienten. So, wir werden aber auf alle Fälle uns erstmal hier ein bisschen umschauen und da gab es ein bisschen Fashion-Mission da, noch ein Elefant am Reiten. Oder warte mal, ich liege da drauf, nein. Also rein hier in die Hütte und gucken einfach mal, was hier los ist. Schrei doch nicht so, ich bin ja nicht taub. So, Tagebuch gefunden. Hilf mir jemand bitte, bevor es zu spät ist. Wenn du mir hier weiter rumschreist, helfe ich dir nicht, weil das nervt. So, neue Waffe freigeschalten. Komisches Pistölchen. So, hier ein bisschen Platz schaffen. Cola haben wir eh keinen Platz mehr. Was machen wir damit? Das nächste ist einkaufen. Körperpanzer kaufen, hier haben wir noch ein paar Spritzen mitnehmen. Was soll's auch? Die Upgrades haben wir soweit schon. Granaten, C4, alles klar. So, Seitenwaffen, einzige Munition. Können wir Munition hier mitnehmen? Hier? Karten, können wir irgendwelche lustigen Karten kaufen? Wir können uns überlegen, wir können ja endlich so gut wie jede Karte ja schon kaufen. Ja, hier. Kaufen wir die einfach mal mit hier. Die billige nehmen wir einfach mal mit hier, weil wir, wenn wir die Kohle unterjubeln als solches. Weil irgendwas müssen wir ja damit anstellen. So. Jetzt können wir dann doch hier mal Quatsch verkaufen. Und Munition kaufen. So. Eine Geiselbefreiungsmission. Ich würde sagen, da machen wir wieder mal was Neues. Was heißt Neues? Wir nehmen einfach mal ein anderes Werkzeug. Merktet, ich will endlich die haben. Und zwar doch wieder mal den Bogen statt dem Scharfschützengewehr, würde ich sagen. Genau. Nimm mal den Bogen mal wieder mit. So. Sobald es mir besser geht, hole ich sie zurück. Ja, ja. Ich kann helfen. Genau. Ihrer segne dich. Es muss schnell gehen. Die Royal Army kam ins Dorf und nahm die Mädchen mit. Auch meine Mina. Wir haben uns gewehrt, aber sie waren stärker. All klar. Wo bringen Sie diese Mädchen hin? Ja, wir reden erstmal weiter, aber... So. Wie weit ist es denn? Ah, Blümchen zum Mitnehmen hier. Blaues Blümchen nehmen wir immer mit. Ach nein, war ja violettes Blatt. Ziel 300 Meter. So, rein hier. Das ganze Geschoss mal wenden. So, und weiter geht's. Und euch, Mistviecher hier. Den hasse ich. Weil die haben uns jetzt zweimal echt Probleme besorgt. Achso, eigentlich wollten wir ja Turm machen. Machen wir auch noch. Aber erstmal reißen wir wieder mal ein Plakat ab. Und zwar das hier. Auch wenn die alte hübsch ist. Das Plakat muss trotzdem weg. So, noch vier bis zur nächsten hast du nicht gesehen. Reines Auto, weiter geht's. Ja, ja, Minister Öffentlichkeit, wissen wir ja auch schon. So. Alles klar. Ah, Fähigkeitspunkte, wie viel haben wir denn schon wieder? Drei. Was machen wir mit den dreien? Nehmen wir Granaten-Takedown. Irgendwann, ja, nehmen wir den Granaten-Takedown mit, sind wir mal nicht so. Was soll man sonst mit dem Punkt anfangen? So. Ich hoffe mal, dass jetzt hier kein Ich dachte schon, da sitzt einer. Fährt ein Auto vorbei. Okay. Töte den Kommandanten mit der Schrotflinte. Alles klar. Mit der Schrotflinte. Das heißt, wir müssen den wechseln hier. So, als erstes werden wir trotzdem mal hier einen Blick machen hier. Da sind die Kommandanten. Da sind Scharfschütze. Da sind Typen mit Auto. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den da hinten. So, der ist weg. So. Haben wir einmal relativ schnell aufgeräumt hier. Die Frage ist, wo da noch der ein andere ist hier. Hey, da liegen Leichen rum. Wie ungewöhnlich soll das noch werden? Oh. Das ist schön, dass da nichts ist, weil das heißt, ich muss... Vielleicht sind es mehrere Jungen.
Oh, auf alle Fälle ist er noch ein Dritter. Irgendwo muss hier noch einer sein. So. Jetzt sind nur noch die bösen Buben da. Für König Min. Hm. Genau wie davor. So, einen erledigt. Jetzt und hier sterben. Foto gemacht. So, der kann da nicht ewig drin bleiben. Wieso drinne? Wie kommen die immer auf drinne? So, den haben wir auch erledigt. Kopfschuss, das mit Shotgun. Das muss mir erstmal einer nachmachen. So, auch hier fotografieren. Ich würde ja, das lief super. Wenn ihr das auch fandet, dass er super, dann gebt mir einen Daumen nach oben. So, was haben wir sonst noch hier zu tun? Vielleicht ein bisschen looten hier. Die haben wir ja nicht benutzt. Scharfschütze, aber mit dem Pfeil und Bogen waren wir echt super unterwegs. Ein Adler! Passt auf die Krallen auf! Vorsicht! Vorsicht! Ja! Okay. Ich sehe keinen Adler. Schön, wenn sie die Adler wenigstens auch auf der Karte anzeigen würden. Egal, leck mich am Arsch, Adler. Ist mir ein Leck mich um Arsch, Adler. So, wir gucken mal hier weiter. Geld einsammeln. Geldbeutel fast voll. Wir reden erst, wenn der Goldbeutel voll ist. So, hier liegt auch noch einer rum. Auch unser Pfeil wieder gekriegt. Der lief ja echt grandios, würde ich sagen. So, auch mitnehmen. Was wir ganz dringend tun sollten, wir sollten jetzt auf alle Fälle uns mal darum kümmern, dass wir den Glockenturm klären, weil wir wissen ja gar nicht, wo wir hier hin müssen. Und dann steht noch die Fashion Mission an. Die nehmen wir auch noch mit. So, rein in die Hütte hier mit den ranzigen Sitzen. Okay. So, und dann brauchen wir bloß hier ein Stückchen weiterfahren. Ah, ihr habt da wieder viel überfahren, ja. Wenn das der Fürst hört. Oh. So, ratzfatz zurück, da wollen wir die Fashion-Mission machen. Oder nee, wir werden nicht die Fashion machen, sondern den Turm. Den Turm machen wir als nächstes, damit wir ein bisschen Karte ja sehen, ja. Außer den Turm, diese Richtung. Jetzt sind wir außerdem super unterwegs und da drüben gibt es dann auch nochmal eine Propaganda-Mission. Alles klar. Okay, ich höre schon wieder komische Viecher. Propaganda-Zentrum. Ja, namaste. So, Propaganda. Erreiche den angegebenen Ort. Wenn wir Zeit haben, den Tieren zu helfen, wird die Hälfte schon tot. Ein Bär! Ein Bär! Okay, ein Bär. Ich glaube, da ist irgendwo ein Bär, weil so wie die rennen. Muss da ein Bär sein. Wir machen aber derzeit mal eine Propagandamission. Ich lasse mich einfach viel zu viel und zu schnell ablenken. So, mit Bären lege ich mich jetzt nicht an, weil die sind mir zu blöd. Außer viel zu anstrengend. So, in diese Richtung. Okay. Komisches Fahrzeuglicht steht hier rum. Nimm mal das Fahrzeug mit, warum man den Rest nicht ganz so weit laufen hier. Und der beschwert sich sowieso schon, dass alles gestohlen wird. Da sorgt man dafür, dass er auch mal was Gestohlenes hat. Ja, bei der Musik ist ja grauenhaft, was der. Okay, Propaganda. Die Frage ist: Machen wir hier einfach mal die Rambo-Mission? Bei unserem Glück geht das sowieso in die Hose. Die Rambo-Variante. Sollten aber auf alle Fälle mal vorher das Ganze ein bisschen checken. Okay, das kann ja nicht so schwer sein. So.
Sollten wir den auf alle Fälle mal fertig laden? Schützt die Computer mit der Propaganda! Wir haben ja noch hier sowas hier, glaube. Wo ist es denn? C4. C4. Wie nur auf ein paar Servern? Drücken wir mal das Knöpfchen. So. So, wir machen das, ja. Ist er weg? Okay, was haben wir hier? Munition haben wir genug dabei. Nicht schon wieder ihr. Die gehen mir so auf den Sack. Ich kann keine Tiger mehr sehen. Okay, stoppt ihr das Fahrzeug. Ich würde sagen, hier gehen wir mal anders heran. Wie wäre es damit? Oh. Alles klar, besser rennen. Haben wir da noch einen da hier? Ah ne, den hier wollte ich da haben. Gebaut, Gale. Dann machen wir's schnell. Gale, ich weiß, du bist hier. Gale, Grinch. Ah! Auch down. Du nennst dich selbst ein Krieger? Gale ist etwas. Er ist hier, er ist hier. Jo. Und du bist weg. So, wo haben wir denn noch was? Hier, ach ja. Oh, das war doof. Bisschen schnell heilen, solches, und jetzt geht's weiter, die Action. Oh, wo ist ja noch einer rum? Eine dämliche Presse, wo wir verstanden haben, so wie das aussieht, ne? So, das ist auch zerlegt. Ah ja, hier bleibt noch der hier. Zum Glück haben wir noch eins von denen hier, da. Papranda. So, und dann gibt es noch irgendwo. Alle Gegner eliminieren. Propagandatechnisch haben wir jetzt alles eliminiert. Jetzt eliminieren wir nur noch die Gegner. Ist das alles, was du kannst? Rücke vor, los, 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 los. Okay. Du bist ein Soldat sein? Erledigt ja. Sie! Das war wohl ein guter Wurf. Mach den Körper! Feuer! Tötet sie! Auch erledigt. Einer muss noch hier unten. Und worum kriegen wir? Sind ja nicht mehr so viele. Zeig mir, was du kannst! Jo. Hast gerade gesehen, was du nicht kannst, und das ist Klettern. Auch weg. So, sind wir jetzt durch mit euch, Jungs. Ja, alle durch. Wieder ein Propagandazentrum zerlegt. Diesmal auf die Rambo-Methode. Hat ja ordentlich gerumst, gekracht, sind gut unterwegs gewesen. Und es waren wieder scheiß Tiger da. Tiger sind die neuen Hunde. Die geben jetzt nämlich auch einen Piss. Oh Gott. So. Propagandazentrum zerlegt. So. Eigentlich wollten wir ja auf den Glockenturm. Sind wieder ein bisschen vom Weg abgekommen. Haben uns ein klitsche klein wenig ablenken lassen. Ist ja schon wieder ein Tiger. Echt? Nein, doch schon. Gute Arbeit, AJ. Du hinderst Pagan erfolgreich daran, seine Lügen zu verbreiten. Ernst Kühler sollte deinem Beispiel. Okay, der ist leider wohl ankommen. Dafür bist du ja mal dran. Alles klar.
So. Eigentlich wollte ich jetzt hier Feier machen. Das werden wir auch gleich machen. Gucken, wenn hier noch einer angerannt kommt. So, da hat er seinen schnellen Tod. Wenn euch das Spaß gemacht hat, wenn ihr Bock auf mehr habt, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich bin MacBurago und sag Servus und Ade.